Hallo und herzlich willkommen zur 77. Folge unseres Let's Plays zu Mass Effect. Wir waren hier auf Mabigon und wollten diese Basis des Syndicates untersuchen. Aber das werden wir jetzt nicht mehr tun. Denn die Aufnahme von der 77. Folge habe ich bereits gemacht. Da ist aber Mass Effect abgestürzt. Und da habe ich gesehen, dass in diesem Versteck schon aufgeräumt wurde. Also gehen wir direkt zurück zur Normandy. Ich muss auch erstmal kurz was gucken. In dem Tagebuch ist es wieder etwas her, das ich aufgenommen habe. Wo waren die denn? Asarif? Nein. Familienrüstung, zwar was anderes. Ungewünschte Signale. Gangsterbo. Handsystem, das haben wir. Jetzt müssen wir ins D-System des Hades Gamma Clusters. Da habe ich sogar schon die Map offen, weil ich in der Aufnahme von der 77. Folge da auch hingegangen bin. Hoffentlich sieht man die Maus. Manchmal sieht man die bei der Aufnahme nicht richtig. Hades Gamma. Dies. Ja, in ein anderes System reisen. Okay, das System haben wir noch gar nicht. Deswegen werde ich auch nochmal die Planeten alle vorlesen. Jartar. Jartar ist eine terrestrische Welt, deren Atmosphäre Spuren von Krypton und Xenon aufweist. Die Oberfläche ist heiß und setzt sich vornehmlich aus wenig bemerkenswerten Silikaten zusammen. Es gibt gelegentliche Vorkommen von Aluminium, Magnesium und anderen Leichtmetallen. Jartar ist bekannt durch die Entdeckung des Leviathans von Dies, von dem angenommen wird, dass es sich um die Leiche eines mittels Gentechnik geschaffenen, einst lebendigen Raumschiffes handelt. Der Leviathan wurde von einem bataranischen Forschungsteam im Tal eines Kraters gefunden. Man schätzt sein Alter auf fast 1 Milliarde Jahre. Vor 20 Jahren verschwand er nach dem Besuch eines batarianischen Schlachtschiffes in diesem System. Seitdem haben die Batarianer hartnäckig bestritten, dass der Leviathan überhaupt existierte. Und das mit umso mehr Nachdruck, nachdem sie mit dem salarianischen Wissenschaftlern gemachten Aufnahmen von der Leiche konfrontiert worden sind. Gu, der nächste Planet Nearum. Nearum ist eine terrestrische Welt mit einer dünnen Atmosphäre aus Methan und Argon. Seine Permafrostoberfläche besteht vornehmlich aus Basaltgestein. Sein bekanntestes Wahrzeichen ist die Elos-Kluft, eine lang versteckte, gestreckte vulkanische Divergenzzone, die sich über die halbe nördliche Hemisphäre erstreckt. Erkunden! Wir haben Titan gefunden. Der nächste Planet, Clenza, wo wir dann auch landen werden. Clenza verfügt über eine dünne Atmosphäre aus Kohlenstoff, Dioxid und Ethan. Die ersten geologischen Erhebungen wurden von Batarianern durchgeführt und gingen von reichem Mineralvorkommen aus. Minengesellschaften der Menschen investierten Milliarden Kredits zu erkunden dieses weit entfernten Systems und trieben Testsonden in die Oberfläche, um den Planeten für die Menschen zu beanspruchen. Es zeigte sich aber, dass Clenza nur durchschnittliche Mineralvorkommen bietet, die kaum die Anstrengungen und Investitionen wert sind. Das kleine mexikanische Unternehmen Merida Industries treibt sich selbst beim Wettrennen um seine ersten extrasolaren Minenunternehmen in den Ruin. Anschließende Untersuchungen ergaben, dass die batarianische Crew ihre Untersuchung bewusst gefälscht hatte, um die menschliche Konkurrenz zu riesigen Fehlinvestitionen zu verleiten. Diese Vorgehensweise gilt zwar als ethisch verwerflich, aber dennoch nicht ausdrücklich illegal. Die batarianische Regierung drückte ihr Bedauern über die Aktionen einiger fehlgeleiteter Patrioten aus. Auf dem Planet befinden sich bis heute noch einige verlassene Minenbasen, die Kriminelle als sporadische Treffpunkte dienen. Hoho. Ja, diese Minenbasen, da wird bestimmt auch das Syndikat versteckt sein. Ein metallhaltiger Asteroid. Was hat er für ein Metall? Er hat Lithium. Auf zu Grimmar. Grimmar ist ein eisiger terrestrischer Planet mit einer dünnen Atmosphäre aus Kohlenstoffdioxid und Krypton. Seine Oberfläche besteht vornehmlich aus gefrorenem Ammoniak mit Vorkommen an Zinn sowie einigen Leichtmetallen. Unter Sonneneinstrahlung kam es auf Grimmar zur Schmelze des Ammoniaks kommen, was zur Bildung äquatorialer Meere mit dieser toxischen Chemikalie führt.
Dies hat es einer Vielfalt an einfachen Pilzen und Flechten ermöglicht, sich in dieser energiearmen Umwelt weiterzuentwickeln. Ein Nebenprodukt ihres Stoffwechsels bewirkt, dass sie sehr schwach glühen. Während das Licht eines Individuums für sich allein genommen unbedeutend ist, scheint es sich in großen Verbänden gegenseitig zu verstärken und ist vom Weltraum aus sichtbar. Da die eine Punkte sind das wahrscheinlich. Minus 84 Grad Celsius, ein bisschen kalt. So, Raisha. Raisha ist ein normaler Wasserstoff-Helium-Gasriese mit Spuren von Natrium und Ammoniak in seiner Atmosphäre. Während des kurzen Goldrausches auf Glensal haben ein paar Unternehmen auf Raisha eisigen Monden eine Infrastruktur für den Helium-3 und den Deuterium-Abbau errichtet. Als Glensal sich als weniger profitabel erwies als erwartet und die Anlagen ihrer Einzelteile demontiert und verlassen. Erkunden Turianische Insignien. Gefunden. So, dann werden wir natürlich auf Glensal landen. Wir nehmen natürlich wieder die üblichen Verdächtigen mit. Squad annehmen, annehmen. Muhaha, willkommen auf Glensal. Und ich würde sagen, wir erkunden hier erstmal so die anderen Sachen, bevor wir dann in der nächsten Folge zum Syndikatversteck gehen. Denn es könnte ja sein, dass die Mission mit dem Syndikatversteck ein wenig den zeitlichen Rahmen dieser Folge sprengen würde. Von daher geht man mal ein bisschen aufs Nummer sicher. Ich weiß aber jetzt schon gar nicht mehr so genau, in welchen Systemen wir jetzt schon waren und in welchen nicht. Ich habe mir zwar mal Notizen gemacht gehabt, aber das weiß ich auch schon gar nicht mehr. Ich werde wahrscheinlich mal offscreen die ganzen Systeme abgrasen, gucken, wo wir schon waren und wo nicht. Ja, Marco, also das dachte ich mir auch gerade eben. So, da vorne ist auch schon das nächste Vorkommen. Wundert euch nicht, wenn ich vielleicht etwas komisch spreche. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Stimme heute so ein bisschen seltsam klingt. Ich weiß nicht, wie es in der Aufnahme klingt. Beryllium. Ein Beryllium-Vorkommen, das wir nun erkunden werden. Okay, ein Beryllium-Vorkommen entdeckt. Und als nächstes könnten wir eigentlich direkt in die Nähe des Syndikats verstecken, denn da ist auch noch was. Und die restlichen Sachen sind alle auf der Karte verzeichnet. Ja. Was könnte man reden? Ist immer so das Problem, wenn ich mit Marco rumfahre, zu überlegen, über was könnte man reden? Haben wir beim Mass Effect ja auch schon einiges gesagt. Ach ja, bis dieses Video rauskommt, weiß es eh jeder. Aber ich möchte es trotzdem mal sagen, damit ihr vielleicht mal wisst, wie lang diese Aufnahme denn schon her ist. Hehe. Und zwar vor kurzem, ich glaube gestern oder vorgestern, hat eine liebe Kollegin, die liebe Roach Grace, mit einem Remake des ersten Teils angefangen. Die hat ja schon mal Mass Effect 1 Let's Play gehabt. Aber damals halt, naja. Sie ist unzufrieden mit dem Ergebnis, was daraus entstanden ist. Wir konnten mal kurz das Blatt hier vorkommen. Hat gesagt, so, ich mache ein Remake davon mit allen DLCs und so weiter. Rex, du musst nicht immer so kopflos agieren. Mit allen DLCs, bla bla bla. Sie spielt Mass Effect auf der 360. Auf der Xbox 360. Und im Gegensatz zu mir spielt sie auf dem PC. Und sie hat jetzt vorgestern so in der Richtung damit angefangen. Also wenn ihr nicht genug von Mass Effect habt, könnt ihr es dort auch nochmal gucken. Ich habe aber irgendwie dieses Gefühl, sie wird nicht annähernd so ultras viele Folgen brauchen wie ich. Weil ich habe das Gefühl, ich brauche einfach viel zu viele Folgen. Könntet ihr einfach mal... Danke.
Ja, kann man da nichts machen. Scheint kann man da gar nichts machen. Aber da ist noch ein Fragezeichen auf der Karte direkt in der Nachbarschaft. Und dann können wir ja da noch hingehen. Weil ich glaube, ich werde dann sehr wahrscheinlich der Mensch sein, der das längste Mass Effect Let's Play überhaupt gemacht hat. So ultra viel, was ich hier mache. Ach komm, Marco. Du willst es doch auch. Das hat sich jetzt ein bisschen falsch angehört, aber egal. Eine Anomalie. Eine mumifizierte Salarin. Also für mumifiziert sieht die eigentlich noch ganz gut aus, oder? What the fuck? Schnell wieder ins Marco. Wie schießt uns denn da? Ach, die. Klappe, Knappe. Da ist noch einer. Noch eine. Hä? Kann gerade der Sound, als ob die ihre Waffen eingesteckt hätten. Na, erstmal Ruhe da hinten. So, jetzt können wir uns um die mumifizierte Salarian-Leiche kümmern. Artefakt bergen. Wir haben ein Medaillon entdeckt. Dieser tote Reisende trug ein Medaillon des Salarian-Ordens bei sich. Wo er es gefunden hatte und was er eigentlich damit vorhatte, bleibt ein Rätsel. Zack, Marco, einsteigen. So, wir haben die beiden Sachen mal untersucht und gehen nun zu den Trümmern dort hinten. Wie die Gebirge hier glänzen. Nein, ich würde so einen richtig schönen Sprung auf die andere Seite machen. Marco sagt dabei, nein, das tun sie nun nicht. Marco, willst du mich trollen? Ich glaube schon. Ich meine, ich bin ja jetzt schon bei der 77. Folge von Mass Effect und wir haben jetzt eine Main-Mission gemacht. Es sind noch zwei vor uns und da werden auch noch einige Submissionen und Planeten da sein zum Erforschen. Ja, das wird eine Menge Zeit brauchen. Ups. Das war Fail. Zack, Kurzschießen erfolgreich. Ein paar Waffen-Upgrades. Gehen wir. Here we go. Ja, da. Ab zum Syndikat-Versteck. Syndikat-Versteck. Na, close enough. Ja, hier ist nichts mehr. Wir haben ja alle weggeputzt. So, aber die Zeit für diese Folge ist auch schon so ziemlich wieder erreicht. Also würde ich mal sagen, das war die 77. Folge unseres Let's Plays zu Mass Effect. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, indem wir dann das Syndikatversteck ein wenig aufräumen werden. Lifemaker, over and out.